Sind Sie schon registriert? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite und ganz lieben Dank für all die wertvollen Zuschriften, die mich auch in den letzten Wochen wieder erreichten. Und lassen Sie mich gleich überleiten zu einer E-Mail von Ebru. Ebru, ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und ich möchte auch diese E-Mail vielleicht vorlesen dürfen, grob, um einfach Ihre Frage an mich besser zu verstehen. Sie haben am 30. Dezember letzten Jahres die Sendung gesehen über die Seilwürmer. Da gab es übrigens ein sehr kritisches Feedback, aber insgesamt haben die Menschen sehr positiv auf diese Sendung reagiert und sind aufmerksamer geworden. Ich selbst hatte leider nie Erfahrung in irgendeiner Form mit Würmern, mit Spulwürmern oder anderem. Sie schreiben, ich habe aber zwei Hauskatzen, wobei sich eine mit Spulwürmern infiziert hat und habe es einfach sehr spät erst bemerkt, weil es einfach nicht vorher wusste oder kannte, was generell eine Wurmbelastung überhaupt betrifft. Mein Kater war extrem befallen, somit habe ich dann sehr spät auch das erst erkannt. Nachdem ich es aber bemerkt hatte, bin ich dann natürlich nach dieser Sendung sofort zu meinem Hausarzt gegangen und habe dann das Medikament Helmex bekommen. Jedoch, es half nicht. Es fand zwar im Moment eine gute Entlastung statt, aber dann immer wieder eine Reinfektion. Und obwohl ich es alles tat, um es immer wieder auch zu vermeiden. Ich hatte dann 3 Packungen insgesamt dieses Medikamentes genommen, aber ich bin die Würmer nicht losgeworden, obwohl die medikamentöse Behandlung parallel auch zu meinen Hauskatzen verlief. An einem Freitagabend bekam ich dann extrem starke Leibschmerzen, Unterleib, Blähungen, massiv verstopft, Juckreiz am After, Übelkeit, Fieber bis 38,9, weswegen ich in den Notfall ging ins Krankenhaus, weil ich es zu Hause überhaupt nicht mehr aushielt. Ich kann das übrigens sehr gut verstehen. Ich wurde dermaßen bloßgestellt von behandelnden Ärzten und hörte, sollte es vielleicht nicht hören, dass man sich sehr hinter der Wand über mich lustig machte im Arztzimmer, wie man überhaupt mit so einer Infektion ins Krankenhaus kommen könne. Mich, werte Frau Dr. Wiechel, würde interessieren, warum wird es eigentlich nicht ernst genommen? Wie kann es dann sein, dass eine Behandlung bei diesen oberen beschriebenen akuten Symptomen nicht ernst genommen wird, dass man auch nicht behandelt wird, sondern dass einem gesagt wird, kommen Sie erst später, wenn Sie 3 Tage Durchfall haben. Wir können Sie erst dann behandeln. Das will ich einfach nicht wahrnehmen oder glauben. Ist es denn möglich, dass ein Krankenhaus da gar nichts tun kann, um im Moment akut mich behandeln zu können? Ich wäre dankbar um Ihre Meinung zu meinem Fall. Lieber Ebru, ich will das sehr, sehr gerne tun und vielleicht nochmal deutlich machen, auch vielen, vielen anderen Menschen, dass parasitäre Belastung. Und wir sprechen bei Parasiten natürlich nicht nur von Würmern. Wir sprechen auch von parasitären Einzellen wie der Toxoplasmose. Wir sprechen von Borreliosen, Spirochäten. Wir sprechen von Viren. Wir sprechen von Würmern, von Pilzen, von Bakterien. Das nennt man alles Parasiten, weil alle die brauchen einen Wirt. Und immer noch lebt der Parasit im Bewusstsein dieser Gesellschaft in einem sogenannten Schattendasein. Er weiß, dass er da sein kann, aber dass er geduldet wird und dass man auch nicht nach ihm sucht.
daraus ergibt sich langsam eine Konsequenz, die natürlich verbesserungswürdig wäre. Denn trotz aller jetzt zunehmender großer Globalisierung müssen wir uns auch um diese parasitären Belastungen bei uns Menschen kümmern. Das hat doch wirklich langsam auch eine große Priorität bekommen. Und Laboranalytik hilft uns da sehr begrenzt nur weiter. Und auch bildgebende Maßnahmen sind nicht unmittelbar die, die wir vielleicht hier jetzt an erster Stelle stellen können. Das andere ist, dass natürlich die Parasiten vom Herrgott einen sogenannten immunologischen Schutz haben, währenddessen wir Antikörper bei Viren zum Beispiel feststellen können, ist das in der parasitären Diagnostik nicht möglich. Und es gibt Parasiten, die brauchen den Wirt Mensch. Wirt ist immer der, der ihnen den Tisch deckt. Das heißt, der Mensch hat einen Mitbewohner, einen, viele. Und gerade Ascariden oder zum Beispiel Rinder- und Hundebandwurm, aber als auch Schweinebandwurm, Hakenwürmer, Filarien oder auch Malaria sind wirklich auf den menschlichen Wirt angewiesen. Das also im Vorfeld. Dann haben Sie gesagt, Sie haben Helmex genommen. Das Helmex, das ist das Pyranthel. Das ist schon ein sehr bewährtes und ein sehr breit aufgestelltes, gutes Parasitenmittel, vor allen Dingen bei Madenwürmern, bei Ascariden, bei Spulwürmern, auch bei Hakenwürmern. Und dieses Mittel hat laut Beipackzettel immer wieder seine Einnahme an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Aber Ascariden sind Darmparasiten. Das heißt, es sind schon ziemlich große Rundwürmer. Und die Rundwürmer, gerade der Weibchen, werden bis zu 25 cm lang und die der Männchen ungefähr 15 bis 20. Die haben am Ende, die Männchen, eine Spirale und beide haben vorne im Kopfbereich richtig Sauginstrumente. Das heißt, die können sich auch an der Darmschleimhaut festsaugen. Die befruchteten Eier sind so klein, 0,4 bis 0,5 mm groß und kein menschliches Auge, auch nicht bei einer Koloskopie. Und da wird ja der Darm massiv erstmal entleert, kann man das beobachten. Auch nicht, wenn am Tag, und jetzt halten Sie sich fest, 200.000 Eier gelegt werden und ausgeschieden werden im Kot. Und diese im Kot liegenden kleinen Eier schlüpfen dann zu Larven. Und diese larvenaltigen Eier, die werden dann aufgenommen. Oft, wir nennen das fäkal-oral. Einfach den Apfel im Garten, ich wasche den schnell ab. Aber nicht unter fließendem Wasser und auch nicht meine Hände vorher gewaschen. Das kann durch Gartenarbeit passieren. Das kann durch den Türdrücker im Flughafen oder am Bahnhof geschehen. Das kann durch 100.000 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Und deshalb ist es ja so wichtig, eine gewisse Grundhygiene auch zu leben. Und dabei meine ich überhaupt nicht 24 Stunden immer nur Desinfektionsmittel. Dann werden Sie Ihre gesunde, physiologische, mikrobielle Barriere wirklich völlig vernichten. Das heißt, es sind immer wieder auch das Händewaschen wichtig. Und was ganz wichtig ist, die Fingernägel. Die Fingernägel, die manchmal schön, nicht nur gelackt sind, aber vielleicht auch noch sehr lang, künstlich lang gemacht werden. Hallo die Waldfee, ich möchte dieses Nagelbett nicht in 10 Jahren sehen. Aber darunter ist ein großer Raum, dass diese Eier sich darunter ablegen können. Und das sind wichtige Dinge, weil wir nehmen mal was an den Mund, da bleibt was hängen, wir beißen in den Apfel. Also wirklich mit einer Bürste immer wieder auch die Fingerkuppen und damit die Fingernägel und darunter kommen. Aber wenn die Eier dann schlüpfen und wir diese runterschlucken, dann wandern sie und die Larven über die Blutgefäße, durch die Schleimhaut durch, jetzt über die Blutgefäße hoch zum Rachen. Da werden sie wieder verschluckt. Und dieses Verschlucken kann eine sogenannte lymphatische
Rachenring, Abwehrbarriere, wie es der Waldeischer Rachen ist. Der Waldeischer Rachenring ist, das ganze Gebiet hier der verschiedenen Mandeln, seiner Pole, der ganze Gaumen, der hintere Bereich, die ganzen Lymphgefäße. Das ist also eine ganz große Barriere, die also kaum für Viren, Bakterien, Pilze übergehbar ist hinein in den menschlichen Organismus. Aber genau da kommen die wieder an, werden dann wieder verschluckt, gelangen dann wieder in den Magen-Darm-Trakt oder sie werden erbrochen, weil man wundert sich, dass man auf einmal so übel ist und man muss erbrechen. Und dann wandern sie in den Dünndarm zurück und wachsen heran zu adulten, also erwachsenen Würmern, die dann natürlich die Eier wieder über den Kot ausscheiden. Also das nur noch mal, wir reden hier nicht von irgendwo einem Spulwurm. Wir reden von einer Belastung, die über Wochen, Monate und Jahre in ihnen gewachsen ist. Und glauben Sie mir, da ist unglaublich viel Platz. Das heißt, jetzt gehen Sie bei, jetzt wird Ihnen das bewusst, jetzt werden die Katzen therapiert und jetzt werden auch Sie therapiert. Und das tun Sie dreimal in der Abfolge hintereinander und merken, dass die Jungs aber verdammt aufgeschreckt sind. Sie wehren sich. Sie gehen jetzt in die Attacke. Sie bauen Krieg auf. Und Helmex ist dann nach 3 Tagen zu Ende, aber die Geschwindigkeit über die Regenerationszeiten ist so groß, dass diese Dinge in der Richtung einfach nicht beendet sind. Das ist ein ganz physiologischer Prozess. Und ich will Ihnen das auch gerne nachher erklären, wie wir oder wie man vielleicht eine solche Situation auch eigentlich in den Griff bekommen sollte und könnte. Achten Sie mal drauf, auch Sie Mütter. Wir sagen ja, Kinder so im Alter von 4 bis 8, 9 Jahren haben zu 90% auch parasitäre Belastungen. Und in dem Moment, wo die Kinder, die Kleinkinder vor allen Dingen in der Nacht so sappern, ganz viel sappern und alles ist feucht am Morgen und die haben so weiße Mundwinkelchen, da legt sich so ein bisschen Schaum ab. Das ist ein typischer Bereich, dass hier oben sich ein Prozess abspielt an diesem sogenannten Waldeischen Rachenring, der dann nicht nur Ascariden, sondern auch Pilzbelastung, Candida mit zur Folge hat. Und das sollte man, gerade Hefepilzbelastung, wie Candida ist, das sollte man schon bitte ernst nehmen. Wenn man diese Belastung nicht los wird, immer wieder gereizt ist, immer wieder hier oben diese Affekte hat, das kann schon auch mal zu einer Atrophie. Atrophie heißt, zellulär geht das Organ zugrunde, es reduziert sich, gerade an den Speicheldrüsen passieren, gerade an den Geschmacksknospen und auch insgesamt kann sich dadurch die Verdauungskraft runterregulieren. Ich habe das vorausgeschickt, weil ich Ihnen eigentlich sagen wollte, dass diese eigentliche parasitäre Erkrankung, die auch zur Herzmuskelentzündung führen kann, eine einfache Darmparasitose zur Entzündung auch anderer Organe medizinisch nicht wahrgenommen werden. Wir arbeiten nicht mit Helmex, wir arbeiten mit Allobendazol. Das ist das Zentel. Das gibt es hier bei uns abgepackt, eine Tablette oder eine Suspension. In Deutschland ist das dann rezeptpflichtig. Und ich meine zu glauben, dass da 60 Stück drin enthalten sind. Das ist auf der einen Seite schon gut, wenn man Tierhalter ist und immer wieder für Sorge tragen muss. Aber auf der anderen Seite, ich gebe den Patienten 12 Tabletten ab. Die werden eingenommen in einem Zyklus einmal pro Woche. Und über einen Zeitraum von 6 Wochen mindestens. Das heißt, damit haben wir diesen zirkadianen Rhythmus auch des physiologischen Prozesses, dass immer wieder auch Ascariden Eier bilden, Larven ausbilden und dann natürlich das ganze Prozedere sich unendliche Male in dem eigenen Organismus abspielt. Und deshalb sollten Sie, wenn Sie eine Kur machen, und das ist natürlich sehr wohl gut, immer wieder auch an die Tiere zu denken, dass man aber dann zu einer Sanierung wirklich kommt, wenn man das in einem Abstand einer Woche tut
und dann zum Beispiel am Samstag, am Abend vor dem Schlafengehen und nicht einfach einnehmen. Das macht auch keinen Sinn, sondern das Alubendazol wird mit Kokosfett genommen. Kokosfett gibt überhaupt die Möglichkeit, dass es aufgenommen wird über die Darmschleimhaut bzw. Mundschleimhaut. Das ist eine Tablette, die wird über die Mundschleimhaut wie ein Kaubonbon aufgelöst, löst sich auf. Das andere ist, dass man davor wirklich, Patterson würde sagen, Aufruhr im Gemüsebeet, dass man dafür sorgt, dass man wirklich alle aufschreckt. Und das macht man, indem man nochmal vielleicht, wenn sie im 5. Stock wohnen, die Treppen rauf und runter geht und auch ein bisschen springt. Oder sie haben sowieso ein Trampolin zu Hause. Dann schalten sie sich richtig gut Musik an und stellen sich da mal 20 Minuten rauf und bringen sie den Körper, den Lymphfluss, alles ein bisschen in die Bewegung. Oder wenn sie das alles nicht haben, dann machen sie Trockenbürsten. Dann nehmen sie eine Trockenbürste und gehen mal so wirklich 30, 40 Mal in Uhrzeigerrichtung gut über den Bauch, dass die ganze Bauchhaut und darunter liegende Gewebe gut und stark durchblutet ist. Das gibt dann intern auch einen gewissen Reiz auf die Parasiten. Und dann nimmt man das. Aber das ist nicht genug. Wenn man eine parasitäre Kur macht, dann kann man vielleicht 2 Tage vorher mal wirklich auf Rohkost übergehen, weil das lieben die überhaupt nicht. Füttern Sie die bloß nicht mit zu viel Zucker oder Eiweiß. Das lieben Sie und haben überhaupt keinen Anlass, jemals seinen Wirt zu verlassen. Auf der anderen Seite bitte unbedingt aus der Apotheke einen Irrigator holen. Ein Irrigator ist ein Gefäß, das Sie anhängen. Da können Sie so einen Schlüsselanhänger machen. Das wird schön mit Wasser gefüllt. Sie können dann auf 500 Milliliter 1 bis 2 Löffel eines zum Beispiel Kaffeekohle von der Firma Veleda einrühren in warmes Wasser. Und dann machen Sie sich schön auf die linke Seite gelegt einen Einlauf. Dann führen Sie unten sehr schön diesen Schlauch in den Po und dann durchspülen Sie. Und die Kaffeekohle gibt dem Darm auch die entsprechende Peristaltik, bindet Toxine, weil die zerfallen jetzt, die Parasiten. Nebenwirkungen entstehen nur, wenn die parasitären zerfallenen Toxine entstehen. Deshalb müssen Sie dem Körper helfen, das so schnell wie möglich auszuleiten. Und wenn Sie da viel Unfrieden nur allein mit den Tabletten gebracht haben, jetzt sind aber auch viele Toxine entstanden, dann ist das ein großer Alarm für die Immunbereitschaft, jetzt dagegen zu attackieren. Das ist übrigens das, was dann mit Fieber geschehen ist. Das ist dann, was mit Übelkeit passiert ist, weil der Körper wehrt sich jeglicher Nahrungsaufgabe im Moment und will diesen Prozess klären. Diese Krämpfe, diese Bauchschmerzen sind ein Zeichen, er will das in die richtige Richtung schieben. Das nimmt ihnen natürlich alle Kraft und auch Sorge. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich hatte mal eine Darmperforation. Jetzt bin ich nicht die, die irgendwie Sorge machen will. Aber Perforation heißt, es hat sich jemand Durchbruch gemacht. Es ist ihm zu heiß geworden. Deshalb muss so ein Prozess richtig gut begleitet werden. Und wenn Sie am Morgen diesen Einlauf dann gleich ansetzen, dann haben Sie erstmal Gewähr, dass der Körper, was er nachts getan hat, in jeglicher Hinsicht dann wirklich auch los wird. Unterstützen Sie die, das Lymphsystem, damit das Lymphsystem hilft, wenn jetzt zum Beispiel Toxine trotzdem im Körper übergegangen sind, dass die schnell bearbeitet werden, über das Lymphsystem abgebaut. Das ist in Deutschland das Lymphomyosot, in der Schweiz heißt es Myosotis compositum. Man kann 60 Tropfen auf 1 Liter Wasser geben und das über einen Tag einfach schluckweise trinken oder die Tabletten am ersten Tag stündlich und dann 3-4 Mal am Tag unter die Zunge. Unterstützen Sie die Leber. Die Leber muss jetzt auch die ganzen Belastungen abbauen. Es läuft alles immer wieder retour zur Leber. Eins der wunderbarsten Heilpflanzen für die Leber zu unterstützen sind Taraxacum, der Löwenzahn, oder auch zum Beispiel die Mariendistel als leberentgiftende Pflanze. Das sind so wertvolle Dinge, die ich damit unterstützen kann. Solidago ist die Goldrute als nierenunterstützender Tee beziehungsweise auch als Mutter-Urtinkturen von Ceres.
Das sind Dinge, die braucht auch ein parasitäres Protokoll. Wenn Entzündungen auftreten, dann bitte immer an Hochdosis-Enzyme denken, zum Beispiel das Bromelain, Ananas-Enzym oder Papain. Bitte hochdosiert vielleicht Flugenzym oder Bromelain am Anfang 3x6, ich gebe manchmal sogar 3x7 Dragees und gehe dann langsam zurück alle 2-3 Tage um eine weniger. Aber dann können Sie den Prozess wunderbar auffangen und haben diese Probleme nicht. Wiederholen Sie ihn in entsprechender Behandlung, vielleicht nach ungefähr 2 oder 3 Monaten. Sie sind Katzenhalter und ich möchte Ihnen niemals absprechen, dass uns diese kleinen Vierbeiner so unendlich viel Freude bringen, aber fallen Sie von parasitärer Behandlung zu parasitärer Behandlung nicht in Passivität. Ich möchte zum Abschluss noch einmal Ihnen vorstellen, womit wir unglaublich viel Erfahrung haben. Und eine der größten und der wertvollsten Pflanzen für mich auf der Erde ist zum Beispiel Artemisia. Das ist, wir Schweizer sagen ungefähr, das ist das Schweizer Messer für die Naturheilkunde, weil Artemisia, das ist der einjährige Beifuß, unglaublich viele Mineralien hat, ob Eisen, ob Mangan für die Entgiftung, ob Calcium, Kalium, Phosphor, Schwefel, also für die Kraft, für die Struktur unserer Knochen, Gewebe, Bindegewebe. Das sind alles so wertvolle Dinge. Auch Bor. Bor ist ein so wichtiges Spurenelement. Und wir wissen heute, Bor wird präventiv eingesetzt, gerade bei verschiedenen Prostata-CA-Patienten. Es lagert sich in den Knochen ein und ist damit für die Regeneration auch bei Osteoporose und auch bei vielen Immunprozessen dran beteiligt. Aber deshalb sage ich es nicht. Es ist reich an Hochdosis an Polyphenolen. Es hat unglaublich viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die wir antioxidativ in unglaublich vielen Einsatzgebieten heute benötigen, weil die Menschen einen zu großen oxidativen Stress haben. Man misst das zum Beispiel in Orak, der Beifuß hat 70.000 Orak. Daran wissen wir, wie hoch ist die antioxidative Kraft. Dagegen steht die europäische Heidelbeere, die einheimische, mit 2.600 und die steht schon ganz hoch in ihrer oxidativen Kraft. Das sind alles Feuerlöscher gegen Entzündungen. Und man sollte die Artemisia, was ja unglaublich erfolgreich ist in der Malariaerkrankung, die Malaria Artemisia wurde ausgezeichnet 2015 beim chinesischen Nobelpreis für die wirkungsvollste Pflanze in der Behandlung der Malaria. Das heißt, jeder, der auch in Regionen fährt, wo Malaria ist, statten Sie Ihr Reisegepäck mit Artemisia aus. Es sind so viele andere hochwertige sekundäre Pflanzenstoffe, antiviral, antiparasitär, bei Leimborreliose, antibakteriell, habe ich schon gesagt, gerade das große Wurmmittel. Und ich kann gar nicht genug Artemisia empfehlen. Für mich eine Pflanze, die überhaupt nicht wegzudenken ist. Und ich glaube, wenn Sie das so für sich praktizieren und einmal im Monat, bitte, Ero, machen Sie einen sogenannten Knoblaucheinlauf. Da können Sie sich belesen im Internet, wie man den macht. Immer nach Vollmond, jeden Monat. Genauso schön mit Ihrem Irrigator. Und dann sorgen Sie dafür, dass die nächsten Generationen gar nicht erst sich festsetzen, dass sie am Laufen bleiben. Und diese große und schwere Erfahrung, so negativ sie für Sie war, hat ganz viel in Ihrem Leben in die richtige Richtung gelenkt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, gute Besserung kann ich Ihnen nicht wünschen. Das ist ja alles schon Schnee von gestern. Aber ganz viel Freude mit Ihren Vierbeinern. Und wir Menschen sollen einfach nur Fürsorge, nicht nur für Sie, sondern auch für uns walten lassen und die dann gut und richtig. Und dann ist das auch alles in Ordnung. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit heute und freue mich über die Zuschriften an visite@qs24.tv. Und bis bald. Danke.